diese Veranstaltung ist der größte Müll. So, Ladies and Gentlemen, Dankeschön fürs Einschalten. Ich bin so gehypt, Es waren so viele Kämpfe. Das ist der gehypteste Kampf für mich. Und zwar Hamza gegen Hamid. Ich bin so gehypt, Digga. Ich hab's mir nicht angeschaut. Ich hab's mir aufgehoben bis jetzt gerade. Es war so schwierig, nicht auf TikTok zu gehen oder mich irgendwie spoilern zu lassen. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, gehen sofort rein und schauen uns den Kampf gemeinsam an. Let's go, Habibis. Das ist schon krass, ne? Hamid hat einfach über 20 Kilo abgenommen, Digga. Oh, Hamza seine Glatze von hinten, Digga. Ich glaube, es wird wild, Digga. Hamza ist schon wild, muss man sagen. Hamid ist gut, aber Hamza ist schon eine Maschine. Herzlich willkommen, Hamza Jun. Boah, der ist ja mal ganz anders drauf, Alter. Was hat der genommen? Die haben sich auf jeden Fall alle sehr beschwert über den Boden, weil der so rutschig war, ne? In der roten Ecke. 22 Jahre jung, 94 Kilogramm schwer. Allah, der ist ein Film, dieser Junge, ja. Aber wir lieben es, Digga. Hamza hatte Anfangszeit voll die Sixpack, Digga. Jetzt hat er auf jeden Fall zugenommen, sehe ich. Boah, ey, Leute, ich bin nervös, ne? Ich bin richtig aufgeregt. So, wie kommt zum letzten Kampf? Ich bin schon ganz in Bukan. Brandos, wenn er nicht mehr kann, geht auf die Knie, ich zieh ihn an, okay? Also Hamza meint's richtig ernst und Hamid geht in Deckung, okay, und rutscht direkt aus. Und es bebt, Digga. Wir müssen mal ein bisschen leiser machen. Ja gut, er rutscht aus, ne? Also er fliegt die ganze Zeit hin, weil er, ja... Ja. Ha 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 ha
Nee, guck mal, es ist übelst rutschig, ja, das sieht man. Aber die Schläge, es sieht auch noch so aus, als ob die Schläge ihn jedes Mal auf den Boden holen. Natürlich gehören die Schläge dazu, aber es gehört auch 50-50. Da es so rutscht, ist es auch der Grund, warum er so hinfliegt. Und das gefällt den Zuschauern richtig. Wallah, ich hätte einfach meine Schuhe ausgezogen und mit nackten Füßen gekämpft. Den Boden, Digga, was geht da ab? Scheiße, ja. Also der Hamza haut schon auf jeden Fall sehr gute Bomben raus, Digga, muss man sagen. Es ist so krass, wir sehen Hamza erst einmal ohne Kappe. Es steht ihm voll. Er braucht nicht immer auf TikToks in Lives Cappies zu tragen. Es steht ihm übel. Der haut schon böse Hände raus, Alter. Guck mal jetzt. Boom, Alter. Boom. Oh, shit. Hart, Digga. Sehr, sehr hart. Hamid hätte mehr an seiner Luft arbeiten sollen. So, let's go, Digga, let's go. Ja, Amana Koem, das haben die davon, wenn die Open-Air-Boxveranstaltungen machen. Man muss doch mal ein bisschen klar denken, wenn es regnet, das ist auch noch ein Boden, der auch rutscht, wenn er nicht mal nass ist. Und dann, wenn es da, es hat geregnet, ja, und wenn es dann noch regnet, dann rutschst du doch erst recht aus. Es ist halt so. Da haben sie halt bessere Schuhe wie Hamid, ne? Zieh doch die Schuhe aus. Zieh einfach die Schuhe aus, Digga. Weg. Oh!
Geh drauf, Lan. Ah, er will nicht. Hamid wollte nicht mehr, ne? Schade, Digga. Der Hamza hat auch ein Statement auf Instagram gemacht, was wir uns jetzt gemeinsam einmal reinziehen. Ich bin mal echt gespannt, was er gesagt hat. Leute, ich bin's jetzt nach dem Kampf. Wie ihr seht, Alhamdulillah, gar nichts. Der Boden war komplett rutschig. Und dann alle, die schreiben, hier K.O., Ma.O. Das war kein K.O., ich habe aufgehört, weil der Boden rutschig ist. Und an diese Veranstaltung, ich sage euch eine Sache, diese Veranstaltung ist der größte Müll. Der Boden, keiner hat sich gekümmert, keiner hat gewischt, keiner hat sauber gemacht, nichts. Wenn ihr den Replays von den Videos anseht, dann seht ihr, dass man mit den Schuhen ausgerutscht ist. Das hatte nichts mit K.O. zu tun, kein Schlag von ihnen hat gelandet. Alhamdulillah. Ja, nee, das geht an diese Veranstaltung, finde ich sehr, sehr respektlos, dass ich 10-mal mich wiederholt habe und es ist trotzdem nichts passiert. Ihr habt nur eine Stelle gewischt. An dieser Stelle, Salam alaikum. Und trotzdem, viel Glück. Ja. Und auch, mit meinem Handtuch. Ja. Mein Trainer ist ausgerutscht, Umar ist ausgerutscht, Atlantix ist ausgerutscht und mit meinen Schuhen zu 100.000%, Leute. Was sagst du dazu, Umar? Oder ich sage einfach eine Sache, es wurden mehrere Knockdowns gezählt, was eigentlich nicht gezählt werden sollten, weil er ist ausgerutscht, wir haben rumgeschrien. Hamza hat stark gekämpft, kann man auch jetzt nicht klein machen. Aber Hamid hat sich auch sehr, sehr stark gezeigt, weil jeder dachte, er wird in erster Runde direkt Knockout gehen, aber er hat bis zur zweiten Runde stabil gehalten. Wäre der Boden nicht so rutschig. Ich hätte bis zum Ende gekämpft und wir hätten am Ende, wäre der Kampf nach Punkte entschieden. 100%. Inshallah machst du dein Rematch. Inshallah. Aber erstmal nehme ich ihn in den Mama aussehen. Inshallah, Bruder. Assalamu alaikum. Okay, ich schaue mir mal kurz die Kommentare an. Hamza Löwe. Inshallah khair. Letztendlich war das eine Schaumparty. Rückkampf bitte in Frankfurt. Ja, Mann. Ich hoffe, dass die dann mal bei mir kämpfen. Ihr wisst, ich habe was vor. Das ist keine Ausrede. Wo ist deine Balance? Ja, Seleme, Habu. Hamza Abu Psychopath, nicht einmal ausgerutscht wie Panzer. Hamza war echt ein Panzer, ne? Wie so ein Bulle ist er da rein, Digga. Nur ihr seid ausgerutscht. Hamza hatte magische Schuhe. Sei ein fairer Sportsmann. Ihr habt beide mit der gleichen Rutschprobleme gekämpft. Hamza war einfach besser. Und es war gut, dass du abgebrochen hast. Das wäre echt noch schlimmer für dich geworden. Wünsche dir trotzdem alles gut. Bruder, du bist ein Löwe. Bruder, du bist ein Niemanden. Mach nicht auf Löwe. Oh, 100% begraben. Guten Rutsch ins neue Jahr. Oh Mann, ey. Ja, die Leute sind halt so, ne? Wenn die einmal was haben, dann hören sie nicht mehr auf. Der wird jetzt egal, wann er live geht und dies und das macht. Die werden ihn auf jeden Fall damit nicht in Ruhe lassen. Ich würde sagen, kommen wir zu dem nächsten interessanten Fight. Und zwar Engelsgesicht. Engelsgesicht gegen Mehdi oder Mehdi. Das ist auch ein Kampf, was mich sehr, sehr interessiert. Den ziehen wir uns jetzt auch kurz rein. Also, Engelsgesicht gegen Mehdi. Ich bin sehr gehypt, Habibis. Let's go. Nichts kommen, um sterben. Wir wissen, wir reden.
Ja, Engelsgesicht, Medi. Ich bin mal gespannt, ob wir hier über die Zeit gehen, was ich tatsächlich nicht glaube. Also ich möchte schon mal von vornherein sagen, dass Medi und Engel, Medi ist auf jeden Fall sehr, sehr sportlich, wie man sieht. Und ich habe den Kampf echt nicht gesehen. Ich bin mir sicher, dass Medi schon was zerreißen kann. Ja, also dass es für ihn viel leichter wird. Aber kann ja auch sein, dass ich mich täusche. Mal gucken. Meine Gedanken sind immer noch bei Hamzu und Hamid, Digga. Dann lass uns beginnen. Engel! Engel! Das ist ähnlich wie in Düsseldorf. Die rutscht hier aus, aber das mit dem Boden ist tatsächlich noch eine aktuelle Thematik. Oha, oha. Da muss der Ref langsam dazwischen gehen, so Engel kriegt sich selber nicht mehr geschützt. Tschüss. Oha. Aber ich hab's euch gesagt, Alter. Boah, der hat den ja übelst bearbeitet, Alter. Ich steh mal auf, Land, der schläft da auf dem Boden. Ja, das war schon. Das war ja der schnellste K.O., Digga. War eine kurze Party. Das ging fix. Boah, da will ich mir auf jeden Fall die Replays kurz anschauen. Wisst ihr zum Beispiel, was für mich ein interessanter Kampf gewesen wäre gegen Engel? Momonius gegen Engel. Das wäre bestimmt viel interessanter gewesen. Medi braucht so einen Gegner wie Dudi wäre zum Beispiel gut gewesen. Oder Bahar. Oder Medi gegen Shiar, das wäre auch gut gewesen. So, der Kampf zwischen Almo und diese Zwillinge da, den ziehen wir uns auch nochmal schön rein. Auf TikTok folgen ihm 137.000 Follower. Sein Sieg. Dann gibt es auch nochmal einen Damenkampf. Also, wir haben mal zweimal Mädels, die kämpfen. Und sonst, wie gesagt, heute fährt kommen die Engels, die wird heute noch stattfinden. Wird ein interessantes Fight-Event auf jeden Fall noch. Wir sind hier im Bereich unter 70 Kilo. Das heißt, wir können eine hohe Schlagfrequenz erwarten. Die Energie dahinter. Wenn wir sehen, ob die da ist, oder? Bruder, der wiegt dir mal gar nichts, Alter. Jetzt übernehme ich das Ganze. Die beiden Pitch-Zwillinge kann ich eh nicht leiden. Das ist jetzt nicht den hier Ernst. Das Engelsgesicht da redet im Hintergrund. Ja, jetzt haben wir Engelsgesicht als Co-Kommentator. Genau. Almo schüttet mir noch 20 Euro. Die Leute hat er meine 40 Euro geklaut. Ich hoffe, der verliert. Engelsgesicht, was sagst du? Wo siehst du den Kampf? Wer wird's machen? Also ich tippe auf diese Twix-Zwillinge, aber Almo ist besser. Beide schauen aus wie Hühnchen, beide haben keine Muskeln. Wir sind hier unter 70 Kilo. Wo ich das kommentiere, mache ich kurz einen Witz. Triffst du einen Wal Gewicht und einen Fisch unter das Meer, sagt der Wal zum Fisch, wo kann ich hier essen gehen? Sagt der Fisch, keine Ahnung, Wal, du hast die Wahl. Ist ein Witz.
Engels, so, was bringst du eigentlich gerade auf die Waage? Du musst ja nachher auch nochmal ran. Bruder, ich bin fast 60 Kilo. 60 Kilo? Aber alle stramm, Jani. Gestern haben die bei mir Test gemacht, so Putin. Okay, Almo bearbeitet den schon mal sehr gut. War da, Atombombe-Test, mein Körper hat das wieder weggeschleudert. Ja? Yeah? Ich hab Sixpack, das ist nicht mehr normal. Gestern habe ich einer Faust gegeben, diese Ochs, kennst du, diese Stier? Ja, ja, ja. Mit einer Faust K.O. gegangen, wa? Er ist ein Zeugen hier. So. Ich sage dir jetzt, jetzt kommt, pass auf, Almo macht jetzt Ding Knockout. Wett mal. Almo macht, sagst du? Ich wette mit der 50 Euro, erste Runde Almo macht Knockout. Ja oder nein, 50 Euro. 66 Kilo, glaube ich nicht, dass die... Erste Runde bringt den Knockout. Wettest du 50 Euro, ja oder nein? Ich glaube nicht, dass wir einen K.O. in der ersten Runde sehen, bei 60 Kilo. Die Zwillinge können ja nichts, weißt du, die können nur Fitner machen auf TikTok. Das sind Kopie, das sind meine Kinder, Mann, die machen mich alle nach. Schau, schau, schau. Wir sehen, dass die Kinder ambitioniert dran, aber es sind trotzdem keine richtig harten Hände. Wie gesagt, wir sind in einem aber geringen Gewicht. Aber Alma hat normal Power. Ja? Ja. Wir haben vorhin irgendwie 72 Kilo Jungs gehabt, oder da hat es um einiges mehr gepeitscht. Sarah, ruf mich nicht an, ich hab nichts, geh woanders dein Zeug zu kaufen. Engel, du machst alles kaputt, ja, wallah, ich kann wegen denen nicht mich konzentrieren. Behindert, Crack. Sarah, weißt du, ruf mich ganz selten und frag irgendwie. Welche Sarah? Die was Sarah auch kann? Ja, ja, die Besoffene. Na, ganze Zeit, weißt du, sie hat nicht mal Geld in der Tasche. So, da muss der Kopf hoch, da muss der. Da geht er schlafen, da legt er sich auf den Boden, Digga. Der Kopf hoch und ist tatsächlich K.O., Alter. Ist tatsächlich K.O. Jetzt muss ich irgendwo... Engel hat's vorher gesehen. Geldautomat finden, weil ich Engels Gesicht einen Fuffi geben muss. Gesagt, was für eine Oberkacke. Ja, so viele Ansagen auf TikTok und dann im Ring sieht's nämlich anders aus, ne? Da werden dann Taten werden gesprochen. Mich aus. Komm ich nach Berlin zum Ackern und verliere noch Geld, oder was? Ich wusste, weil das will ich jetzt, die können nichts. Nee, aber der ist aufgestanden, du hast doch Glück. Der ist doch kein K.O.? Nee. Nee, den machen wir weiter. Boah, geil, Glück, geil, ja. Geil. Das heißt, du schuldest mir jetzt den Fuffi. War, erste Runde ist nicht vorbei. Ja, warte doch mal, ist gleich vorbei. 10 Sekunden noch. Warte, Almo, jetzt. Kopf hoch, Kopf hoch, Mensch! Jetzt ist K.O. Jetzt. Vorbei. Nee, 8 kommt. Geh jetzt runter, du Gott, wer das überlegt. Komm, was haben wir noch auf der Uhr? 10. Oh, er will nicht mehr kämpfen, er sagt nein. 10, 12 Sekunden, was? Ja! Nein! Almo ist King, schöne Grüße an unser Bruder Almo, Team Almo. Almo, wenn du es hörst, gib meine 20 Euro. Almo, du musst mir jetzt einen Fuffi geben, Alter. Almo, du kriegst jetzt Gage, deine Gage, jetzt meine 20 Euro geben, gell? War doch okay. Abgemacht, dass du nur in der zweiten Runde K.O. schlägst. Okay, Leute, ich verabschiede mich wieder. Ja, krass, Digga. Aber ey, ich find's immer noch krass. Hamzo und Hamid war schon Highlight. Okay, Habibis, dann freuen wir uns auf die nächsten Kämpfe. Seid gespannt, ich küsse eure Herzen. Ihr wisst, was zu tun ist. Glocke aktivieren, Like da lassen. Und falls ihr euch fragt, warum diese Laune da ist, ich weiß jetzt nicht, wenn ich das Video hochlade, ob es grün sein wird. Wenn es online sein wird, dann werdet ihr wissen, dass das Video grün ist. Und ihr solltet wissen, dass die anderen Videos, die anderen Kämpfe, die habe ich schon alle aufgenommen, die werden zurzeit alle überprüft. Ich frage mich, warum man Videos, wo man drauf reactet, wo nur gekämpft wird, ja, sportlich, dass man solche Videos auf gelb stellen muss. Ich verstehe es null, Digga. Ich finde, auf YouTube gibt es echt Videos, die unter aller Sau sind, aber die trotzdem werbefreundlich irgendwie sind. Ich weiß nicht, wer Auge auf uns macht, aber zurzeit liegt auf jeden Fall, was YouTube angeht, sehr, sehr viel Auge auf uns. Ich weiß nicht, ob es an dem CPM liegt, ob es an diese Monate liegt, dass wir jetzt so abgehen. Ja, keiner gönnt irgendwie, dass wir gutes Geld verdienen mit dem, was uns halt Spaß macht. Mir macht es mega Spaß, diese Videos hier aufzunehmen, aber YouTube gönnt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob es YouTube ist oder ob es irgendwelche Leute sind, die da dran sitzen und sowas abziehen. Meiner Meinung nach gibt es auf YouTube Videos, die 100-mal schlimmer sind. Ja, sowas kannst du ja nicht schlimm nennen. Die anderen Videos sind genauso wie das. Also, ich bin sprachlos, Digga. Ohne Spaß. Ihr müsst mal die anderen Reactions sehen, wenn die kommen auf die anderen Kämpfe. Ich habe da eine Laune gehabt. Oh mein Gott, ich habe noch nie so viel Spaß gehabt.
Vor allem habe ich mit dem Besuch, was ich habe, ja, habe ich auf die Videos reacted. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ich habe auf jeden Fall auf die Videos reagiert, indem ich hier andere dabei hatte. Okay, Habibis, ich küsse eure Herzen. Danke für euren Support.